Das ist Johannes Schlüter. Hier in der CDU-Abstellkammer soll der Politikerpilot einen von den ausgemusterten Oldtimern wieder flott machen. Ah, das ist er. Der Mercedes unter den Neoliberalen. Friedrich Merz. Oh, da ist aber ein bisschen der Lack ab, oder? Ja, und er zieht beim Fahren ziemlich nach rechts. Aber manche Wähler stehen da ja drauf, ne? Von außen glänzt der Merz jetzt wieder wie neu. Doch was ist mit der Innenausstattung? Schlüter steigt ins Cockpit. Hier ist alles noch genauso wie vor 15 Jahren. So, ich fahre den Merz mal hoch. Was hat er denn da am Auge? Ach, eine Heuschrecke. Die hat er sich bestimmt bei BlackRock eingefangen oder was? Ksch, weg! Was sagt Schlüter zu dem Vorwurf, der Merz sei ein veraltetes Auslaufmodell, das nicht massentauglich ist? Ach Quatsch, ich spiele dem Merz jetzt ein ganz modernes Software-Update drauf und dann ist er auch kompatibel mit diesen ganzen Merkel-Fans, mit den Frauen und den Grünen-Wählern. So, und rein damit. Ja. Oh! Ist doch nicht so kompatibel, wa? Ja. Rückblende. In den frühen 2000ern gibt Schlüter mit dem Merz ordentlich Vollgas. Aber dann nimmt ihm Angela Merkel die Vorfahrt. Und der Merz nimmt beleidigt die Ausfahrt Richtung Wirtschaft. Das ist aber ganz schön dünnhäutig, ne? Naja, ich hab dem Merz ja so eine Karosserieverstärkung anfertigen lassen, ne? Aber die hat er an dem Tag nicht an. Und dann ging die Merkel so auf Konfrontationskurs, alle Alarmglocken gehen an, ne? Und dann habe ich den lieber gleich ganz runtergefahren, ne? Der Merz wird weggeparkt, ohne dass er eine einzige Wahl für die CDU gewonnen hat. Wofür steht er eigentlich? Herr Schlüter, bei Merz fällt mir vor allem die Steuererklärung auf dem Bierdeckel ein. War das Ihre Idee? Ja, und das funktioniert auch. Kann ich mal eben Ihren Bierdeckel haben? Danke. Mein Bier! So. Also meine Steuererklärung passt locker auf den Bierdeckel. Merz vor Kanzler. Johannes Schlüter. Ein Mann bringt den Merz wieder zurück in die Spur.